Insel der Sehnsüchte. Kuba ist ein Land, das schon immer um seine Freiheit kämpfen musste. Hoffnung auf die Zukunft. José Martí war wie Fidel Castro, nur 100 Jahre früher. Der sogenannte Hinterhof Amerikas. Heiße Nächte und eiskalte Killer. Es gibt keinen Zweifel, dass Batista sich von Mayalansky bestechen ließ. Der Traum von einer besseren Welt. Es war keine Lüge. Sie haben nichts versprochen, nur eine Revolution. Und die haben sie gemacht. Alles auf eine Karte. Diese Jungs waren dazu bestimmt, entweder Märtyrer zu werden oder Nationalhelden. Fidel Castro! Eine Welt am Abgrund. Er sagte zu Khrushchev: Schießen Sie alle sowjetischen Atomwaffen ab. Apokalypse. Die Folgen: Stolz und Stillstand. Kuba lässt sich nicht in den Krieg zwingen. Geheimes Kuba: Sklaverei und Freiheitskampf. Kuba, Paradies der Tropen, Perle der Karibik. Eine Insel bekannt für Zigarren, Rum und Badestrände. Seit Jahrhunderten ein Brennpunkt der Geschichte. Wie wurde Kuba zum Drehkreuz der Sklaverei? Warum ging gerade hier das spanische Weltreich zugrunde? Und wieso dürfen die USA in Guantanamo eine Militärbasis betreiben? Kuba ist gezeichnet von 500 Jahren Fremdherrschaft. Aber ihren Traum von Freiheit haben die Kubaner nie aufgegeben. Kuba ist eine Insel, die schon immer von den Weltmächten begehrt wurde. Von Spanien, von England und auch von Frankreich. Als erstes kamen die Spanier. Kuba spielte bei der Entdeckung Amerikas eine wichtige Rolle. Und ich bin froh, dass das heute fast niemand mehr so sagt. Denn wir waren ja bereits da, bevor Europa uns entdeckte. Kuba ist die größte Insel der Karibik. 1200 Kilometer von Ost nach West. Das entspricht der Entfernung von Berlin nach Rom. Das Klima auf Kuba ist warm und tropisch. Seine Böden sind fruchtbar und die Gewässer um die Insel reich an Fischen. Das macht Kuba seit Jahrtausenden zum Ziel für Einwanderer und Eroberer. Die ältesten Spuren menschlichen Lebens auf Kuba stammen aus dem 4. Jahrtausend vor unserer Zeit. Sie sind älter als die Pyramiden Ägyptens. Die Ureinwohner Kubas leben in Hütten aus Palmholz, rauchen Tabak und bauen Süßkartoffeln und Erdnüsse an. Am 28. Oktober 1492 tauchen drei Segelschiffe am Horizont auf. Von Bord gehen Menschen, wie sie die kubanischen Ureinwohner noch nie gesehen haben. Sie sind weiß, tragen Schwerter und Helme aus Stahl. Es sind Spanier. Ihr Kommandant heißt Christoph Kolumbus. Über Kolumbus kommen die Spanier 1492 zu neun Inseln, wo sie noch gar nicht so klar sind, dass das irgendwie mal so was Großes wird, wie wir das später als Amerika bezeichnen. Zurück in Spanien behauptet Kolumbus, die neu entdeckten Inseln seien reich an Schätzen. Aber statt Gold und Silber bringt er nur kubanische Ureinwohner mit. In seinem Tagebuch schreibt er, man könne sie gut als Sklaven abrichten. Spaniens Königin Isabella schickt Kolumbus zurück in die neue Welt. Er soll Kuba und die umliegenden Inseln erobern. Die spanischen Eroberer, Konquistadoren genannt, bringen nicht nur Feuerwaffen und Schwerter mit in die neue Welt. Gefährlicher sind für die Indios die Krankheiten der Europäer. Masern, Pocken und Grippe. Ganze Dörfer sterben. Die wenigen Überlebenden werden versklavt. Es ist wahrscheinlich so gelaufen, dass die Männer sozusagen versklavt worden sind, getötet worden sind oder als Träger zu Tode getrieben worden sind. Die Kinder sind sozusagen dann mehr oder weniger spanisch erzogen worden.
Und die Frauen haben sich spanischen Konquistadorenfamilien angeschlossen. Die Spanier beginnen ihren grausamen Siegeszug durch die neue Welt. Im Namen von Kreuz und König bringen sie Tod und Versklavung. Kuba spielt dabei aufgrund seiner strategischen Lage eine entscheidende Rolle. Der Hafen von Havanna war das Tor zur Karibik. Alle Reichtümer der neuen Welt kamen hier zusammen. Von hier aus wurde alles nach Spanien verschifft. Gold, Silber, Edelholz und Gewürze. Kuba war eigentlich ein zentraler Baustein des ganzen imperialen Systems Spaniens. Jetzt mit Blick auf Lateinamerika, von der frühen Kolonialzeit an, war Havanna der zentrale Hafen. Jetzt für den Umschlag von kolonialen Gütern, von all den Reichtümern. Es war der Hafen, wo sich die Schiffe ein- oder zweimal pro Jahr gesammelt haben für die sogenannte Carrera de Indias, wo sie dann im Verband den Atlantik überquerten. Knapp 50 Jahre dauert es, bis die Spanier die neue Welt erobert haben. Sie zerstören die mächtigen Reiche der Inka und Azteken. Die Schätze der neuen Kolonien werden auf spanische Schiffe verladen. Auf dem Weg nach Spanien sammeln sich die Schiffe vor Kuba. Von der Insel nehmen sie eine wertvolle Pflanze mit zurück nach Europa. Tabak. Schon im 16. Jahrhundert ein Exportschlager der Insel. Die Ureinwohner Kubas sind die ersten, die ihn kultivieren und rauchen. Spanische Matrosen und Kaufleute bringen die wertvolle Pflanze von Kuba aus in die ganze Welt. Durch sie wird Kuba zur Tabakinsel. El tabac és una planta molt exigent. Tabak ist eine anspruchsvolle Pflanze, die sehr viel Sorgfalt braucht. Man muss genau aufpassen, denn man kann sie nur zu einer ganz bestimmten Zeit ernten. Es gab viele kleine Tabakplantagen. Auf manchen arbeiteten auch Sklaven. 100 Jahre nach Kolumbus sind die Ureinwohner der Karibik beinahe ausgerottet. Um Kuba und die umliegenden Inseln weiter bewirtschaften zu können, müssen neue Arbeitskräfte beschafft werden. Die Lösung finden skrupellose Händler auf afrikanischen Sklavenmärkten. Insgesamt 12,5 Millionen Afrikaner werden in völlig überladenen Schiffen in die neue Welt verschleppt. 1,5 Millionen von ihnen sterben schon auf der erzwungenen Überfahrt. Sklaverei gab es in ganz Amerika, so auch in Kuba. Etwa 2 Millionen Sklaven wurden auf die Insel verschleppt. Es war ein riesiges, grausames Geschäft. Die Sklaverei kam mit den Spaniern nach Kuba. Aber sie spielte zu Beginn keine große Rolle. Das änderte sich 1804-1805, als die Zuckerfabriken in Haiti zerstört wurden. Haiti ist Teil von Kubas Nachbarinsel und seit 1660 französische Kolonie. Während Kuba auf Tabak setzt, baut man hier vor allem Zuckerrohr an. Es ist ein gutes Geschäft, wenn man genug Arbeitskräfte hat. 1789 leben auf Haiti 32.000 weiße Siedler und 432.000 afrikanische Sklaven. Am 21. August 1791 kommt es zum Aufstand. Die Sklaven töten ihre Besitzer und erkämpfen sich in einem langen, blutigen Krieg die Freiheit. Haitis Zuckerindustrie wird dabei zerstört. Die Folge ist, dass der wichtigste Zuckerproduzent der Welt komplett verschwindet. Die Kubaner wittern ihre Chance. Sie wollen die Geschäfte der französischen Kolonie übernehmen. Was man sich auch vor Augen halten muss, ist, dass viele Migranten aus den französischen Kolonien oder aus der französischen Kolonie, aus Saint-Domingue nach Kuba übersiedelten. Und zum einen Kapital und vor allem viel Know-how mitbrachten. Die Kubaner empfangen die geflohenen Plantagenbesitzer aus Haiti mit offenen Armen. Mit ihrer Hilfe soll Kuba zur neuen Zuckerinsel der Karibik aufsteigen. Dazu werden immer mehr Sklaven von Afrika nach Kuba verschleppt. Aber die Revolution auf Haiti hat das System der Sklaverei in Frage gestellt.
Der Ruf nach Freiheit wird auch auf Kuba lauter. Am 1. August 1834 erklärt die königliche Regierung in London alle Sklaven im britischen Empire für frei. Doch Spanien und Kuba wollen auf keinen Fall mitziehen. Ihre Zuckerindustrie ist abhängig von der Arbeit der Sklaven. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts, etwa 1850, 1860, wurde Zucker zum wichtigsten Produkt der kubanischen Wirtschaft. Wegen des Zuckers setzten die Kubaner Sklaven ein. Die wurden bis in die 1860er Jahre hinein nach Kuba verschleppt. Kubas Zuckerplantagen boomen. Und das, obwohl Spanien immer höhere Steuern und Zölle verlangt. Was an Profit bleibt, macht eine weiße Oberschicht in Havanna reich. Auf dem Land herrscht Armut. Der größte Abnehmer für Kubas Zucker ist der nördliche Nachbar, die Vereinigten Staaten von Amerika. Spanien hat die Sklaverei aufrechterhalten. Nur so konnte das spanische Kolonialsystem bestehen bleiben. Die Kubaner wussten genau, dass ohne den Schutz Spaniens die Sklaverei ganz schnell ein Ende finden würde. Dreihundert Jahre lang beherrscht Spanien große Teile Amerikas. Dann, im Laufe des 19. Jahrhunderts, erkämpft sich eine Kolonie nach der anderen die Unabhängigkeit. Es ist der Anfang vom Ende der spanischen Weltmacht. Nur Kuba steht noch treu zu Spanien. Hauptgrund dafür ist die Sklaverei, denn die garantiert die Zuckerprofite. Also das war, wie soll ich sagen, war auch so eine Art Trumpf in der Hand von Madrid, dass sie immer sagen konnten, wir gucken für Ruhe, damit diese Wirtschaft auch weiter florieren kann. Und dafür haben die Kubaner auch ziemlich viel geschluckt, lange Zeit. Die Spanier betrieben in Kuba ganz massiv Raubbau. Sie wollten die Wirtschaft im eigenen Land ankurbeln, die im Vergleich zum restlichen Europa weit zurückgeblieben war. Kuba wurde von Spanien massiv ausgebeutet. Die Wirtschaft in den Südstaaten der USA beruht ebenso wie die kubanische auf Sklaverei. Viele Kubaner wünschen sich deshalb den Anschluss ihrer Insel an die Vereinigten Staaten. Aber 1860 gewinnen die Gegner der Sklaverei in den USA die Oberhand. Sie wählen Abraham Lincoln zum Präsidenten. Lincoln ist entschlossener Gegner der Sklaverei. Die Südstaaten sagen sich daraufhin von Washington los. Präsident Lincoln mobilisiert die Armee. Es ist der Anfang eines blutigen Bürgerkrieges. Nach 4 Jahren siegt der Norden über den Süden. Und die Sklaverei in den USA ist abgeschafft. Durch den Bürgerkrieg entstand ein neues Amerika, in dem es keine Sklaverei mehr gab. Das führt dazu, dass viele Kubaner sich doch nicht mehr den USA anschließen wollten. Sie dachten sich, wir müssen entweder unsere Beziehung zu Spanien neu gestalten oder sie abbrechen. Kuba ist schon im 19. Jahrhundert in Ost und West gespalten. Die Hauptstadt Havanna liegt im Westen der Insel. Hier leben spanischstämmige Kaufleute und hohe Staatsbeamte. Sie profitieren von Kubas Zuckerreichtum. Das heißt, wir haben eigentlich zwei getrennte Geschichten. Wir haben die Geschichte einer globalen Stadt, Havanna, und wir haben ein Territorium ringsherum, was, na so, ich sage jetzt ganz vorsichtig, was so vor sich hin dümpelt als Provinz. In der Geschichte Kubas haben sich die Revolutionen immer von Ost nach West ausgebreitet. Kubas Sklaven schauen voller Hoffnung auf die USA, die Sklavenhalter mit Sorge. Amerikas befreite Sklaven müssen jetzt für ihre Arbeit bezahlt werden. Besser geht es ihnen zwar kaum, doch die Sklavenhalter auf Kuba geraten immer mehr in Bedrängnis. Es ist ja so wie ein Wink der Geschichte. Während Jahrzehnten haben die weißen Plantagenbesitzer und die Zuckeraristokratie immer einen Sklavenaufstand befürchtet. Aber dann, eigentlich wie eine Ironie der Geschichte, der erste Aufstand, es ist kein Sklavenaufstand, sondern es sind weiße kreolische Plantagenbesitzer im Osten der Insel, die
den Krieg vom Zaun brechen, 1868. Kubas Freiheitskampf ist untrennbar mit dem Namen Carlos Manuel de Céspedes verbunden. Er besitzt eine kleine Zuckerrohrplantage im Osten Kubas. Von Zuckerreichtum kommt bei ihm wenig an. Den Grund sieht er in Spaniens Kolonialherrschaft, den hohen Steuern und Zöllen. Am 10. Oktober 1868 ruft er die Kubaner zum Aufstand gegen Spanien auf und erklärt die ganze Insel kurzerhand für unabhängig. Am nächsten Tag lässt er seine Sklaven frei. Carlos Manuel de Céspedes sagte sich, wenn ich meine Sklaven freilasse, dann habe ich eine eigene Armee. Das klingt vielleicht zynisch, aber ich denke, so war es. 1868. Das spanische Besatzungsheer auf Kuba zählt 7000 Soldaten und 30.000 kubanische Freiwillige. Ihnen gegenüber stehen Céspedes, seine Verbündeten und ihre freigelassenen Sklaven. Insgesamt nur 12.000 Mann. Ohne militärische Erfahrung. Es handelte sich um einen Guerillakrieg mit sehr mobilen Einheiten auf kubanischer Seite, aber oftmals auch sehr schlecht bewaffneten Einheiten. Manchmal hatten nur wenige ein Gewehr und die meisten nur eine Machete. 100 Jahre nach Kubas Unabhängigkeitskrieg wird der Machete ein filmisches Denkmal gesetzt. Der kubanische Spielfilm La Primera Carga al Machete zeigt, wie aus dem Werkzeug der Sklaven eine mächtige Waffe wird. Machete. Bueno, yo sé que nosotros tenemos un arma y que la sabemos usar y que los españoles lo saben y le temen como al mismo diablo. Pronto terminará ese ridículo y criminal intento al cual han arrastrado por la fuerza varios paisanos. Spanien schickt Verstärkung nach Kuba. 33.000 weitere Soldaten. Trotzdem gelingt es den Rebellen, innerhalb weniger Monate große Gebiete im Osten der Insel zu erobern. Als Reaktion rekrutieren die Spanier mehr und mehr kubanische Hilfstruppen. Bald kämpfen vor allem Kubaner gegen Kubaner. Aus Céspedes Aufstand wird ein Bürgerkrieg. Die Spanier hatten Erfahrung damit, wie man in Europa Krieg führt. Diese Strategien brachten sie nach Kuba mit. Sie sahen Kubas langgestreckte Form und das brachte sie auf die Idee, die Insel einfach zu teilen. Spanische Soldaten ziehen ein System von Schützengräben und Wachtürmen quer durch Kuba. Die Insel soll gespalten und der Krieg auf Kubas armen Osten begrenzt werden. Der reiche Westen mit der Hauptstadt Havanna soll so verschont bleiben. Aber die Aufständischen schaffen es immer wieder, die Befestigungsanlagen zu durchbrechen. Sie verbrennen Zuckerrohrfelder und töten spanische Kollaborateure. Auf Terror antworten die Spanier mit Gegenterror. Gefangene Aufständische werden auf der Stelle und ohne Gerichtsverfahren erschossen. Am 27. Februar 1874 stirbt Carlos Manuel de Céspedes durch eine spanische Kugel. Ohne Anführer zerfällt seine Armee in viele kleine Guerillatrupps. Militärisch sind ja diese Kriege praktisch nie zu gewinnen, sondern es braucht politisches Verhandlungsgeschick. Und das ist es dann eigentlich auch, was nach diesen 10 Jahren zu einem Verhandlungsfrieden führt, 1878. 100.000 Menschen starben. Und obwohl wir den Krieg nicht gewonnen haben, so hat er doch das Land verändert. Kuba blieb zwar weiterhin spanische Kolonie, aber es gab wirkliche Reformen und eine gewisse Meinungsfreiheit. Sogar Parteien wurden auf Kuba erlaubt. Und dennoch, die Insel blieb Kolonie. Spaniens Reformen sind halbherzig. Nur Sklaven, die nachweislich im Krieg gekämpft haben, erhalten ihre Freiheit.
Das Ende der Sklaverei wird damit noch 8 Jahre hinausgezögert. In dieser Zeit werden keine neuen Sklaven mehr nach Kuba verschleppt. Es wurden aber auch keine Sklaven freigelassen. Erst Schritt für Schritt sollte die Sklaverei verschwinden. Endgültig abgeschafft wurde sie erst 1886. Vielen Aufständischen gehen Spaniens Reformen nicht weit genug. Tausende flüchten ins Exil. Die meisten in die USA. Unter ihnen ein junger Journalist und Poet. Im Krieg wurde er von den Spaniern verhaftet und zu schwerer Zwangsarbeit verurteilt. Sein Name? José Martí. José Martí beschließt, Kuba zu verlassen, hauptsächlich aufgrund der politischen Situation. Er geht in die USA und stellt fest, dass viele Exilkubaner von einem neuen Krieg gegen Spanien reden, um ihre Heimat zu befreien. José Martí war wie Fidel Castro, nur 100 Jahre früher. Er war ein junger Mann aus der Mittelschicht und absolut davon überzeugt, dass die Spanier auf Kuba nichts mehr zu suchen hatten. Er wurde El Maestro genannt. Der Lehrer. Er brachte den Afro-Kubanern im Exil Lesen und Schreiben bei. Gleichzeitig war er einer der bedeutendsten spanischsprachigen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts. Er gilt als Erneuerer der spanischsprachigen Dichtung. José Martí hat die Brutalität des spanischen Kolonialregimes am eigenen Leib erlebt. Diese Erfahrung verarbeitet er in seinen Büchern. Als Dichter im Exil schreibt er über Kubas Traum von Freiheit. Mit seinen Schriften will er die im Exil verstreuten Kubaner wieder vereinen. Er wurde zum Anführer der Exilkubaner. Ihm gelang es, die alten Kriegshelden wieder zusammenzubringen, wie Maceo und Máximo Gómez, und ein Bündnis zu schmieden. José Martí und seine Generäle planen im Exil die Befreiung ihrer Heimat. Sie wollen Kuba endgültig von der spanischen Herrschaft befreien. Dazu sammeln sie Geld unter den Exilkubanern von Miami, kaufen Waffen und schmuggeln sie übers Meer nach Kuba. Am 11. April 1895 landet José Martí mit seinen Gefolgsleuten im Osten der Insel. Dort stoßen Veteranen des letzten Krieges zu ihnen. Doch der Poet Martí hat von Militärstrategie keine Ahnung. Er ist wahrscheinlich ein sehr emotionaler Mensch gewesen. Und er ist im Grunde, was hier auf der Hand liegt, kein Militär. Das heißt, in der Vorbereitungszeit kann er das ganz hervorragend. Alle Kommunikation, er kann mit allen großen Kriegshelden sprechen und kann die bezirpsen und kann sagen, du musst wieder dabei sein. Aber als er dann da ist und zeigen muss, dass er Anführer ist, das geht nicht. Ja, die Forschung ist sich eigentlich einig, dass so eine gewisse Todessehnsucht vorhanden war bei Martí, weil der reitet tatsächlich mit seinem Schimmel im ersten Gefecht bei Dos Rios praktisch in den Selbstmord. Am 19. Mai 1895 reitet José Martí in der ersten Schlacht des Krieges zwischen die Fronten. Eine spanische Kugel trifft ihn in die Brust. Martí stirbt, ohne die Erfüllung seines Traumes von einem freien Kuba zu erleben. Ich glaube, er ist so gestorben, wie er sterben wollte. Er war zwar voller Leben, denke ich, aber auf dem Schlachtfeld zu sterben, war für ihn sicher der beste Tod. José Martí hat ein gewaltiges Erbe hinterlassen. Als Politiker, als Journalist und Schriftsteller. Dabei wurde er gerade einmal 42 Jahre alt. Sein größter Verdienst ist, dass er Kubas Wunsch nach Unabhängigkeit nachhaltig geprägt hat. Die Generäle des Aufstands machen aus Martí einen Märtyrer, um neue Anhänger zu mobilisieren. Wer sich widersetzt, wird terrorisiert. Ihre Taktik ist erfolgreich. Vor allem die Landbevölkerung schließt sich den Rebellen an. Spaniens Armee wird wieder und wieder geschlagen. Die Aufständischen erobern große Teile Kubas. Die spanische Krone schickt einen neuen General, der den Krieg um jeden Preis gewinnen soll. Valeriano Weyler. Weyler war ein Mann der Vernichtung.
Er schuf die sogenannte Rekonzentration auf Kuba. Das bedeutete eine Zwangsumsiedlung der Landbevölkerung in die Städte. Weilers Politik der Umsiedlung soll den Revolutionären die Unterstützung der Landbevölkerung nehmen. Große Teile Kubas werden entvölkert. Die Landbevölkerung wird gewaltsam in die schon überfüllten Städte getrieben. Wer sich widersetzt, wird getötet. In den entvölkerten Gebieten wird bis zur letzten Bananenstaude alles dem Erdboden gleichgemacht. Flüchtlingsströme vermischten sich mit diesen Zwangsumgesiedelten. Eine Dynamik in diesem Flüchtlingsgeschehen, die kaum vorstellbar ist. Zehntausende von Zivilisten strömten in die noch stehenden Städte und Dörfer, sollten dort versorgt werden, was eigentlich auf ein riesiges humanitäres Desaster hinführte. Man muss sich vor Augen halten, es wurden rund 400.000 Personen umgesiedelt. Und wir sprechen von zwischen 155 bis 170.000 toten Zivilisten. Daher würde ich sagen, heute würde wahrscheinlich die UNO eine Intervention befürworten. Eine Intervention damals kann nur vom großen Nachbarn USA kommen. Und das würde Krieg zwischen Spanien und Amerika bedeuten. Angesichts der spanischen Grausamkeiten besteht genau darin die letzte Chance der Rebellen. Sie setzen auf einen neuen Verbündeten, die US-amerikanische Boulevardpresse. Exilkubaner versorgen die Zeitungen der Medienmogule Joseph Pulitzer und William Randolph Hearst mit Fotos von Kriegsgrollen. Man könnte sagen, dass das eine der ersten modernen Informationskriege war. Die revolutionäre Organisation in den USA haben in unzähligen Veranstaltungen in den ganzen USA auf den Krieg aufmerksam gemacht, haben die Presse mit Informationen gefüttert und dass es da natürlich immer um spanische Gräuel und grandiose revolutionäre Siege ging, versteht sich beinahe von selbst. Dort, in dieser Propagandaschlacht, hatten die Revolutionäre unbestritten die Oberhand. Viele Zeitungen in den Vereinigten Staaten waren gegen die spanische Herrschaft und schürten die Stimmung. Sie warben für ein militärisches Eingreifen. US-Präsident McKinley gerät durch die Zeitungsberichte unter Druck. Viele Amerikaner fordern ein Eingreifen auf Kuba. Doch McKinley will keinen Krieg. Stattdessen stellt er Spanien ein Ultimatum. Freiheit für Kuba oder die USA verkaufen Waffen an die Rebellen. Als Zeichen der Stärke schickte im Januar 1898 ein Kriegsschiff nach Havanna. Die USS Maine. Der diplomatische Vertreter auf der Insel insistiert bereits 1896, dass man unbedingt eine Flotte in Reichweite brauche, um eben US-amerikanische Interessen, Güter und auch die Menschen zu schützen im Notfall. Die spanische Regierung ist bereit, den Forderungen von US-Präsident McKinley nachzugeben. Die spanische Presse aber stellt die Entsendung der USS Maine nach Havanna als aggressiven Akt dar. Angesichts der engen Nachbarschaft könnte man durchaus einen Höflichkeitsbesuch erwarten oder einfach Neugier. Jedenfalls nichts offensichtlich Feindliches. 19. Februar 1898. Die USS Maine ankert im Hafen von Havanna. Die meisten Matrosen haben sich schlafen gelegt. Um 21.40 Uhr zerreißt eine Explosion das amerikanische Panzerschiff. 355 Amerikaner sind an Bord. 261 sterben. Noch am selben Abend beginnt die Ursachensuche. Es gibt hier verschiedene Theorien. Laut Castro haben die USA sich selbst in die Luft gesprengt, um eine Intervention zu rechtfertigen. Andere sind der Ansicht, dass es die kubanischen Rebellen waren, um eine Intervention zu provozieren. Meiner Meinung nach war es eine Provokation. Die Vereinigten Staaten brauchten einen Vorwand, um in Kuba einzugreifen. Und dieser Vorwand war die Maine. Mir erscheint es naheliegend, dass eben eine spontane
Fehlfunktion die Ursache war, weil wir das auf anderen vergleichbaren Schiffen in der Zeit auch beobachten können, kam es mehrfach zu solchen Explosionen. Ein versenktes Kriegsschiff und hunderte tote Seemänner dürfen nicht ungesühnt bleiben. Die US-amerikanische Bevölkerung verlangt einen Schuldigen. Nach 2 Jahren Kriegshetze in den Zeitungen ist der schnell gefunden. Die erste Reaktion in den USA war, dass die Spanier dahinter steckten, um die Amerikaner aus Kuba zu vertreiben. Sie mussten etwas tun. US-Präsident McKinley muss nachgeben und setzt die Armee in Marsch. Am 21. April 1898 erklärt das US-Parlament Spanien den Krieg. Das offizielle Kriegsziel: Kuba soll ein freies, unabhängiges Land werden. Ein Anschluss an die USA wird per Gesetz explizit verboten. Für Spanien ist die Kriegserklärung eine Katastrophe. Kuba wurde als Teil Spaniens betrachtet. Damit war es ein Angriff einer fremden Macht auf nationales Territorium. Für viele Spanier war es ein unverhohlener Angriff. Die spanische Armee ist vom Nachschub aus Europa abhängig. Um diesen abzuschneiden, errichten die Amerikaner eine Seeblockade um Kuba. Spaniens Armee ist gefangen und die Flotte auch. Sie liegt im Hafen von Santiago, der größten Stadt im Osten der Insel. Die USA schicken Bodentruppen nach Kuba. Sie landen zunächst ohne Widerstand südöstlich von Santiago. Böse Zungen behaupten, dass die USA die Insel habe ausbluten lassen in 3 Jahren Krieg und dann quasi im letzten Augenblick, bevor sowieso alle erschöpft waren, eingegriffen hätten. Die reguläre US-Armee verfügt 1898 nur über 28.000 Mann. Zu wenig für einen großen Feldzug auf Kuba. Deshalb werden Freiwilligeneinheiten aufgestellt. Die bekannteste von ihnen sind die sogenannten Rough Riders. Ihr Kommandant Theodore Roosevelt ist eigentlich Staatssekretär. Aber jetzt tritt der ambitionierte Politiker an, um Kuba zu befreien. Der Ansturm an Freiwilligen ist riesig. Die Rough Riders werden 1898 von Filmpionier Thomas Edison gefilmt. Das muss also in den USA damals sehr, sehr hip gewesen sein, sich sozusagen als echter Mann dafür zu melden. Und dann hat sich Teddy, der ja an und für sich von den körperlichen Voraussetzungen her nicht ganz so doll war, hat sich eben dann als großer Jäger dafür auch gemeldet. Roosevelt und seine Rough Riders wurden nach Kuba geschickt, nachdem die USA im April 1898 Spanien offiziell den Krieg erklärt hatten. Die Rough Riders landen am 23. Juni 1898 auf Kuba. Ihr Auftrag? Die Stadt Santiago erobern. Vor der Stadt haben sich die Spanier verschanzt. Die Verluste sind auf beiden Seiten hoch. Erst als die Amerikaner 2 Anhöhen einnehmen, schaffen sie es, die Spanier mit Maschinengewehren zu besiegen. Die Schlacht macht Roosevelt und die Rough Riders berühmt. Ihr Anteil am Sieg aber ist umstritten. I will not, will you, Roosevelt the Cry. Nun, ich muss lachen, weil in den Vereinigten Staaten sehr viel Propaganda für die Rough Riders betrieben wurde. Aber bei genauerer Prüfung, und das mussten selbst amerikanische Kollegen bei einer Begehung des Schlachtfeldes zugeben, haben die Rough Riders gar nicht den Hügel von San Juan eingenommen, sondern eine Anhöhe in der Nähe. Die Schlacht von San Juan war die wichtigste Schlacht des Krieges, auch wenn es kein Austerlitz oder Waterloo war. Es haben im Vergleich nur wenige Soldaten gekämpft. Dennoch war die Schlacht von großer Bedeutung. Für die Spanier ebenso wie für die Amerikaner. Denn sie brachte die Entscheidung. Nach der siegreichen Schlacht belagern Truppen der USA und kubanische Aufständische Santiago.
Die Stadt ist Spaniens letzter großer Stützpunkt im Osten Kubas. In ihrem Hafen liegt die letzte Hoffnung der Kolonialherren, die spanische Karibikflotte. Zahlenmäßig ist die amerikanische Marine überlegen. Aber die spanischen Schiffe, Panzerkreuzer und Zerstörer, sind hochmodern. Am 3. Juli 1898 läuft die spanische Flotte zur Schlacht aus. Gerade diese eher kleineren Schiffe hätten dann ja mit ihrer Mobilität den Nachteil wieder wettmachen sollen und über die Geschwindigkeit sich wieder einen taktischen Vorteil erarbeiten sollen. Das Problem war nur, dass beispielsweise bereits die hochwertige Kohle fehlte, um überhaupt Spitzengeschwindigkeiten mit diesen Schiffen zu erreichen. Und dazu kamen noch ungenügend ausgebildete Seeleute. Zu Spaniens Flotte gehört auch der Kreuzer Vizcaya, hier in Originalaufnahmen von 1898. Ihre neuen Schiffe werden den Spaniern zum Nachteil. Einige Geschütztürme sind noch nicht einsatzfähig. Die Kanonen, die feuern können, treffen zielsicher den Gegner. Doch viele der Geschosse sind Übungsmunition und nur mit Sägemehl gefüllt. Die Übungsgranaten prallen wirkungslos an den US-Schiffen ab. Die Amerikaner haben leichtes Spiel. Innerhalb von nur 2 Stunden versenken sie die gesamte spanische Flotte. 323 Spanier sterben, 1720 werden gefangen genommen. Auf US-amerikanischer Seite wird ein Matrose getötet und ein weiterer verwundet. Ohne Flotte ist der Krieg für Spanien verloren. Das Land kapituliert am 12. August 1898. Das ist ein absolut tiefster Einschnitt für die spanische Geschichte. Also im Grunde gibt es eine spanische Geschichte vor 1898, Kolonialreich. Und nach 1898 im Grunde ein europäisches Mittelland, was eine Randlage hat und absolut nicht mehr zentral ist. Spanien kapituliert, Kuba jubelt. Am 18. August 1898 wird in Havanna die spanische Flagge eingeholt. Doch Kubas Hoffnung auf Unabhängigkeit erfüllt sich nicht. Gehisst wird nicht die Flagge Kubas, sondern die der USA. Kuba wird von der spanischen Kolonie zu einem Protektorat der USA. Es gibt große Diskussionen unter Historikern, ob die Kubaner so oder so gesiegt hätten. Einige sagen nein, die USA haben die entscheidende Rolle gespielt. Aber nationalistische und auch linke Historiker sagen, dass die Kubaner in jedem Fall gewonnen hätten und dass die USA die Situation ausgenutzt haben, um Kuba zu erobern. Es gibt verschiedene Ansichten. Der Sieg über Spanien ebnet Theodore Roosevelt den Weg ins Weiße Haus. 1901 wird er Präsident der Vereinigten Staaten. Wie vor dem Krieg versprochen, soll Kuba unter seiner Präsidentschaft endlich unabhängig werden. Doch inzwischen haben US-Firmen große Teile der kubanischen Wirtschaft unter ihre Kontrolle gebracht. 1898 haben die Kubaner eine sehr positive Meinung von der US-Regierung und auch von der Armee. Bis 1898 sah man die Amerikaner als das Gegenteil der Spanier. Ihr Image war exzellent. Aber schon ab 1898 und dann mit der militärischen Besatzung nach dem Krieg nimmt dieses Image großen Schaden. Für die Amerikaner war Kuba schon immer eine Art Hinterhof der USA. Und kaum sind die Spanier weg, behandeln sie Kuba, als ob es ihnen gehört. Es war zwar keine Kolonie Amerikas, sah aber doch sehr danach aus. Aus Befreiern drohen Besatzer zu werden. Doch die Kubaner wollen nicht länger unter fremden Herren leben. Und die USA hatten den Krieg gegen Spanien für Kubas Freiheit geführt. So stand es schon in der Kriegserklärung. Als Bedingung für ihren Abzug fordert die US-Regierung jedoch sehr weitreichende Garantien. Als nächstes musste eine Verfassung ausgearbeitet werden.
Damit begannen die Kubaner 1901. Gleichzeitig beschlossen einige amerikanische Politiker, allen voran Orville Platt, dass ein Abzug der Amerikaner nur unter einer Bedingung möglich sei. Amerikanisches Eigentum musste trotzdem geschützt bleiben. Darum verlangten sie das Recht, jederzeit einzumarschieren. Als die Kubaner davon erfahren, lehnen sie sofort ab. Kuba wäre durch das sogenannte Platt Amendment kein freies Land. Doch, und das wissen die Kubaner, ohne Zugeständnisse an Washington kein Truppenabzug. Am Ende haben die Kubaner zugestimmt. Es gab auch viele Proteste, doch nur so konnte die amerikanische Besatzung beendet werden. Das Platt Amendment erlaubt den USA auch die Errichtung von Militärbasen auf Kuba. Ihre Wahl fällt unter anderem auf die Bucht von Guantanamo im äußersten Südosten der Insel. Hier gibt es einen natürlichen Hafen, tief genug auch für große Kriegsschiffe. Kuba musste Territorien abgeben, wie die Marinebasis von Guantanamo, die bis heute besteht. Von dort aus weiteten die USA ihre Kontrolle auf ganz Kuba aus. Bereits seit dem 18. Jahrhundert hatten alle Großmächte Interesse an Guantanamo. Von hier aus ließ sich die gesamte Karibik und damit der Zugang nach Amerika kontrollieren. Die US Navy baut in Guantanamo die größte Marinebasis außerhalb der USA. Gleichzeitig beginnen die Amerikaner mit dem Bau des Panama-Kanals, der Atlantik und Pazifik verbinden soll. Von Guantanamo aus kann die US-Marine den Schiffsverkehr in der gesamten Karibik kontrollieren. Hier stehen bewaffnete Amerikaner auf kubanischem Territorium. Es gibt auch andere Amerikaner hier in den Zuckerfabriken, Geschäftsleute. Aber das ist nicht das Gleiche. Das betrifft ja nur die Wirtschaft. Guantanamo Bay ist ein Eingriff in die Souveränität Kubas. Präsident Theodore Roosevelt lässt Wahlen auf Kuba vorbereiten. Am 31. Dezember 1901 können die Bewohner der Insel zum ersten Mal über einen eigenen Präsidenten abstimmen. Doch aus Protest gegen die USA tritt der aussichtsreichste Kandidat, ein General der Unabhängigkeitskriege, nicht an. Einziger Kandidat auf dem Stimmzettel ist Tomás Estrada Palma, ein in den USA lebender Exilkubaner. Tomás Estrada Palma hatte den größten Teil seines Lebens in den USA verbracht. Er war Lehrer in Philadelphia und hatte nicht im Krieg gekämpft. Ohne Gegenkandidat erreicht Estrada Palma einen sicheren Sieg. Fast drei Viertel der Kubaner stimmen für ihn. Die restlichen Stimmen sind ungültig. Präsident Roosevelt lässt ihn durch seinen Militärbefehlshaber auf Kuba Glückwünsche ausrichten. Tomás Estrada Palma war der erste Präsident Kubas. Er wurde zwar nicht von den USA eingesetzt, sondern gemäß der Verfassung gewählt. Aber eines ist klar, er war Präsident unter den Bedingungen des Platt Amendment. Unter Estrada und seinen Nachfolgern bleibt Kuba direktes Einflussgebiet der USA. Den Opfern der explodierten USS Maine wird im Herzen Havannas ein Denkmal gesetzt, von dem aus der amerikanische Adler über Kuba wacht. Kuba war nie unabhängig. Mit Ausnahme eines kleinen historischen Momentes, wirklich nach den Befreiungskriegen. Aber schon haben die USA interveniert und haben Kuba sozusagen in ihre Zwänge genommen. Wir kamen aus der spanischen Kolonialherrschaft und gerieten in eine indirekte Kolonialherrschaft der USA. So hat Kuba immer für seine Freiheit, seine Würde und seine Souveränität kämpfen müssen. Ah.